Ja, irgendwann, wenn die Predigt nicht gehalten wird, richtig? Also kurz vorm Regen. Genau, du meintest ja, die Predigt ist eh vormittags oder morgens. Ja, genau, also vor dem Regen. Findet man dort bereits die Muräne oder ist die im Tempel? Die läuft irgendwo da rum. Also wenn du sie finden willst, kannst du sie finden. Schwester. Und Herdars bedeutet, Jala und Myria, 2 Schritte hinter ihm zu bleiben. Und da wird's dann auch, da würden wir dann auch bleiben. Schwester, habt ihr einen Moment? Oh, der Fremdigi von gestern. Könnte ich vielleicht mit euch an einem ruhigen Örtchen reden? Ich habe immer ein Ort, ich habe immer ein Ohr für Menschen, die meine Hilfe brauchen. Warum nicht? Er kommt doch in meinen Tempel. Ja, die Sache ist nämlich so, und ihr habt mir ja gestern erklärt, wie Charybdis daraus stockt kurz und seine Lippen beginnen zu beben, nimmt und Effort gibt. Ja, das ist richtig. Und ja, wir gehen weiter in den Tempel. Ich weiß nicht, wo gehen wir in dem Tempel hin? Also hier hinten siehst du diese riesige Krake, das Abbild von ja, von irgendeinem Wesen. Ob das jetzt Galxul ist oder Charybdorot oder so, du weißt es nicht genau. Es ist auf alle Fälle irgendeine Entität, die dort steht. Und davor, dass ja, die Schale mit dem Opferblut, was auch immer man hier macht. Ein paar Bücher, eine kleine Kanzel. Es ist wirklich ein ehemaliger Effa-Tempel, der jetzt einfach umstrukturiert worden ist. Ein paar Sitzreihen, die es hier gibt, wenn man dann beten will oder zuhören will. Du hast da freie Hand. Gibt es da bei Effa-Tempeln so eine Art Standard-Grundriss? Also kann ich sie irgendwo hinführen, hinter eine Ecke oder so? Dadurch, dass du dich da auskennst, ja, es sieht zwar alles sehr merkwürdig aus, aber die generelle Struktur eines solchen Effa-Tempels ist dir dann auch bekannt. Dann ja, gehe ich vielleicht einen halben Schritt vor ihr und in einen Bereich, der etwas abgeschiedener ist. Ja, genau, Jalan bleibt immer hinten dran. Richtig, Jalan gibt Myria ein kurzes Handzeichen, dass sie hier abwarten soll. Und geht schweigend einige Schritte hinter Evalarius rein. Und Nun. wenn die in ihre Nische gehen, bleibt dann da auch in gebührendem Abstand stehen. Ja, ich höre euch immer noch zu. Was kann ich denn jetzt für euch tun? Ihr haspelt immer nur umher und Bei einer Sache habt ihr nicht recht. Ich bin nicht hergekommen oder ich wurde nicht hergeführt, um von euch Hilfe zu bekommen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Und Ephadaos möchte sie packen in einen Ringgriff. Ja, Ringen erleichtert um 5, nicht um 8, um 5. Ist ein Angriff von vorne und so sehr überrascht ist sie vielleicht gar nicht. Weil wenn du sie halt in so eine dunkle Ecke ziehst, ja, okay. Mein Kind, du wurdest verführt. Es ist aber Zeit, auf den richtigen Pfad zurückzukehren. Und ich bin hier, um dir den ersten Schritt zu zeigen. Glaube an Effard. Er ist der Vater. Er, der die Wellen befehligt, die Wogen lenkt, Sturm aufkommen lässt, die Menschen nährt durch die Fische, die Erweiterung seines Leibes. Komm auf den wahren Pfad zurück. Wirf die Lügen von dir. Bade in seinem Wasser, reinige deine Seele. Mädchen, Tochter, erkenne deinen wahren Vater. Es ist nicht die, die dort unten lauert, die die Ungeheuer des Meeres befehligt. Nein, es ist der große Vater, der alte Bruder, er ist es. So, da möchte ich einen, also ich habe sie da im Schwitzkasten oder in seinem Griff, dass sie nicht weg kann, und möchte sie dann mit einem Harmoniesegen belegen. Während du das tust, merkst du, wie ihre Haut prickelt und wie sie dich sticht. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe und dann kannst du einen Harmoniesegen wirken auf einen Charybdorot-Paktierer. Okay, Selbstbeherrschung mit plus 6 geschafft.
Ich schaue mal gleich die zusätzlichen Modifikatoren nach. Ich würfel mal jetzt schon die Würfel einfach mal, Probe. genau, dann können wir schon mal gucken, ob das. Ich habe noch einen Punkt aus Erleichterung aus der Entrückung. Die baut sich jetzt gerade ab. Okay. Schau mal schnell nach. Du Ansonsten würde ich hast die sie Worte halt gebracht. da, genau, ich würde sie dann total außer Atem ringen und dort liegen lassen und dann ja, Jalan bedeuten, dass wir lassen sie hier den Rest des Weges, muss sie selbst finden. Also du wirkst ihre Ausdauer nach unten, sodass sie dann bewusstlos zusammenbricht. Genau. Okay. Na, Jalan wirft einen misstrauischen Blick in Richtung der Paktiererin. Du siehst, wie sie anfängt zu weinen. Sucht dann Evandarios Augenkontakt und verlässt hinter ihm heraus mit leicht mulmigem Gefühl den Tempel. Ihre Seele ist noch nicht verloren. Vielleicht können wir sie ins Licht zurückführen. Seid ihr euch da sicher? Sicher kann man sich nie sein. Aber wir Menschen können nicht mehr tun, als unser Bestes zu geben. Auf die Gnade von Effort zu vertrauen. Dann hoffen wir, dass Effort ihrer gnädig ist. Dann brauchen wir von Kasim eine Wetterbeherrschungsprobe. Jawohl. Ich nehme an, wenn der Regen fertig ist, ist es extrem feucht die Luft, oder? Ja. Dann muss ich also im Prinzip den Nebel nur kondensieren lassen. Heißt, ich muss die Bewölkung nicht ändern. Den Niederschlag, Schwül oder Nebel, ist in 1 zusammengefasst, muss ich ebenfalls, also um 1 höchstens ändern. Temperatur kann man so lassen, Wind kann man so lassen. Wobei, ich, Bevor der Nebel weggetragen wird. was für eine Windgeschwindigkeit haben wir hier? So, also frische Brise, hast du gesagt. Genau. Dann ändere ich den Wind noch auf 0, dass der Nebel auch nicht weggetragen wird. Wäre dann plus 2. Schwül oder Nebel muss ich ja nicht ändern, dann ist die Provinz um 2 Punkte erschwert. Gut, dann haben wir bitte Würfel. So, Fantasy Grounds. Ich glaube, das wirklich Wichtige sind dann ja die ASP zum Aufrechthalten. Nein, das ist feste Wirkungsdauer. Ah, okay. Das ist das Tolle. Perfekt. Dann beschreibt die Situation. Kasim stellt sich in Deckung mit bloßen Füßen, er hat sich extra die Schuhe ausgezogen, auf den Boden und schließt für bestimmt 3 Minuten die Augen. Scheint sich nur zu konzentrieren. Danach streckt er seine Arme aus und dreht sich 3-mal im Kreis. Jetzt hatte ich mir den Zauberspruch extra zurechtgelegt. Danach öffnet er die Augen und spricht eine Formel in altem Tulamidia. Al-Ras, Al-Acham, Al-Sifa, Al-Orchiman. Und dann seht ihr, wie quasi aus dem Nichts Nebelschwaden entstehen und in einem riesigen Bereich bestimmt, ich habe mal nachgerechnet, 800 Schritt Durchmesser. Ein schier undurchdringlicher Nebel entsteht. Über die Eichung bei der Karte, Frosty? 1 zu 10. Ich mache das gerade mal mit einer Schablone. Ich habe die Das Wind, wird. ich habe die Wetterkategorie, also insgesamt um 2 Stufen geändert. Wahrscheinlich hast du, wo hast du den Mittelpunkt hingelegt davon? Und wo so hier? Der Der Mittelpunkt Mittelpunkt? ist dort, wo wir operieren. Ja, schau doch mal auf die Karte. Wir operieren hier und hier und hier gleichzeitig. Dann habe ich den Mittelpunkt ungefähr hier bei dem Tempel, da wo die Moraine Bryngith gerade rumsteht. Genau. Ich So, und glaube, von der da Sch dann etwa 400 Schritt in jede Richtung. Ja. Das hier sind jetzt leider nur 300 Schritt. Ist Ich egal, wir müssen das noch ein krieg bisschen was hier. bei genau, also ich krieg das bei Merptool jetzt nicht größer. Das sind jetzt 300 Schritt. Das heißt, es ist noch ein bisschen größer. Dementsprechend ist der komplette Hafen, ein bisschen Quadibor, ein bisschen Fremdibor und die schwimmende Stadt, das schwimmende Dorf ist hier auch dann im Nebel und es geht dann wahrscheinlich genau bis zu diesem kleinen Boot, was hier oder das Schiff, was dann hier kontrolliert.
ist der Hafen dann verborgen und ihr könntet im Nebel operieren und die Schiffe kapern, die Boote kapern. Jeder ein Steg, ein Boot, könnt ihr ohne wirkliche Probleme den Maraskaner, der hier gerade auf seinem an seinem kleinen Fischerboot steht und das gerade fertig gemacht hat zum Ablegen, überrumpeln. Könnt ihr ihn entweder ja bewusstlos schlagen oder auch töten. Ich glaube, fesseln. Ich will ganz gerne fesseln und dann unten in die Kabine mich neben ihm setzen und sagen, alles gut, einfach die Fresse halten, wir fahren hier raus, wir flaggen die richtigen Flaggensachen. Du flaggst doch hier, wenn du hier rausfährst, die und die Flagge, ich frage ihn nochmal. Er nickt. Du kannst auch sehen, dass er nur eine Flagge an Bord hat. Das ist dann die, die du brauchst. Ja, und Rico zieht aus seinem Beutelchen zwei Dukaten und legt sie sozusagen vor ihn, obwohl er gefesselt auf dem Boden sagt, die sind für dich, wenn wir hier raus sind. Und wir werden dir nichts tun. Wir wollen einfach nur hier aus dieser wir wollen einfach nur aus der Scheißstadt raus. Er nickt. Gut. Auf den anderen Booten wird das höchstwahrscheinlich ähnlich oder anders ablaufen, aber so oder so ähnlich. Ihr kommt auf alle Fälle über den Seeweg aus Boran heraus, könnt die richtigen Flaggen setzen, ohne dass ihr eine Lizenz habt, ohne dass ihr ein Boot kaufen musstet oder mieten, sondern einfach nur, indem ihr den Kampf im Hafen vermieden habt. Und dann nach und nach, mit etwa 10 Minuten Versatz, kommt ihr aus dem Hafen hinaus und fahrt mit eurem geruderten Boot vielleicht ein einmastiges Segel, was noch gesetzt wird, ziemlich klein, in Richtung Süden. Der ein oder andere kommt dann zuerst an, die Stelle wird dann erreicht, der Fischer wieder weggeschickt. Und ja, genau, der Fischer muss noch so lange warten, bis unsere anderen Freunde da sind. Und dann wird er sozusagen das wiederum klären, du musst noch warten, bis unsere anderen Freunde da sind, dann schneide ich die Fesseln los, du kannst die zwei Dukaten einstecken und kannst das tun, was du hier schon die ganze Zeit tun willst. Gut. Also ich habe nicht zwei Dukaten gegeben, sondern 20 Silberstücke, muss ich dazu sagen. Ich habe gerade gesehen, ich habe keine Dukatenstücke eingepackt. Ja, ist völlig okay. Nach 10 Minuten erreichen auch dann die anderen die Stelle, beziehungsweise 10 und 20 Minuten, da es ja dann drei Boote sind. Und ihr braucht tatsächlich gar nicht so sehr ein großes Feuer, denn das Boot, wenn es da dann anliegt, kann dann auch gesehen werden, weil die Zeit ist ja gar nicht so sehr viel anders. Es reicht auch gar nicht, dass man da irgendwie großes Feuer anzünden könnte. Also eine kleine Laterne, das wird schon gehen, aber braucht man gar nicht. Und so erreicht ihr alle gemeinsam, ohne eine wirkliche Komplikation, das Ufer von Maraskan. Ihr könnt direkt in den Dschungel eintauchen. Ja, wie vorhin wird auch gesagt, ich habe dem Mann zwei Dukaten gegeben. Ich weiß nicht, ob das durch die Expedition gedeckt wird, ansonsten zahle ich aus meiner eigenen Kasse. Das hat ja überraschend gut funktioniert. Hast du mitbekommen, was ich gesagt habe? Ja, hast du mir gesagt? Er nickt. Also wird das gedeckt durch. Das wird aus deiner eigenen Kasse gedeckt. Alles klar. Wir sind keine Wohlfahrt. Sein selbst gibt sowieso kein Geld. Schon gehört, dass ihr euch bezahlen lasst. Irgendwie muss man ja sein Lebensunterhalt finanzieren, wenn man noch mehr Dinge tun muss als dem Monarchen jagen. Ja, genau. Ich finde, es ist eine unglaubliche Ehre, an den Sahnen jetzt ihre Seite zu stehen zu dürfen, sich ausbilden zu lassen. Aber egal. Sicher, jeder wie er meint. Aber uns hat man gesagt, dass wir in der Lohnliste stehen müssen, wenn wir an Bord bleiben wollen. Jeder wie er meint. Übertriebenes Ehrgefühl, auch jeder wie er meint. Kasim hält sich raus. Gut. Ihr kennt das ja, also die Charaktere, wenn ein Zauberer viel Kraft verbraucht hat und das Schwitzen und Nasenbluten. Bei Kasim seht ihr nichts dergleichen. Es scheint für ihn fast ein leichtes, ein Kinderspiel gewesen zu sein. Und darüber scheint darauf nicht sehr zu achten. Ihr könnt euer Gepäck zusammenziehen. Euch noch einmal durchzählen, alles was irgendwie da ist, und dann taucht ihr ein in den maraskanischen Dschungel. Schwüle, alte Luft schlägt euch entgegen, es ist heiß und die Luftfeuchtigkeit ist ziemlich hoch, so dass ihr nach 3 Minuten nicht wisst, ob ihr schwitzt oder ob das Wasser ist, was an eurem Bauch entlang rinnt, was einfach durch die Luftfeuchtigkeit zustande kommt. Hohe Gräser behindern euren Lauf und lassen euch immer wieder straucheln.
Sari Treublatt fällt auch einmal hin, kommt aus eigener Kraft nicht mehr hoch, sodass man sie stützen muss aus den hohen Fahnen. Kletten von Bäumen oder von Sträuchern bleiben an euch hängen, so wie sie auch an Jalan am heutigen Morgen hingen. Und nach einer halben Stunde seid ihr von den Kletten selbst rot gesprenkelt, eingefärbt. Überall bleiben sie hängen an euren Haaren, an der Haut. Mit den Armen, sie brennen mittlerweile. Die Haumesser, die ihr gezogen habt, jeder einzige Schlag, der euch Kraft kostet, der euch Überwindung kostet und eure Arme schwer wie Blei werden lässt. Ihr schwitzt aus jeder Pore, habt Seitenstechen. Der Dschungel ist jetzt, wo ihr gefahren seid, rot. Rotes Dämmerlicht, vielfarbiges Rot. Ihr fühlt euch wie Kinder, die jetzt zum allerersten Mal in eurem Leben aller richtig echte Farben sehen. Ihr könnt Dinge riechen, die ihr vorher noch nicht einmal erahnen konntet. Alles ist irgendwie wunderschön. Und ihr könntet euch fast auf die Knie fallen lassen und Mutter Zar dafür danken, was sie hier schuf. Ihr könnt grell bunte Blüten sehen, Beeren, einige Vögel. Und dann wird es sehr, sehr schnell sehr dunkel. Der Regen ist ja bereits gefallen und ihr wisst, dass es dann schnell dunkel wird, sodass ihr nur wenige hundert Meter gemacht habt. Vielleicht 200, vielleicht 300. Das könnt ihr überhaupt nicht abschätzen. Trotzdem brennen eure Arme wie Feuer. Sodass dann die, ja, mittlerweile Führerin, Emira Misabu, dazu euch anhält, nun auf die Bäume zu klettern. Und warte mal ab, wer den Vorkletterer macht und das Seil runterwirft. Biborn stellt seinen Rucksack auf den Boden, keucht schwer und hält sich einmal seine Seite, schlägt dann einmal den Rucksack auf und guckt hinein. Die erste ziemlich lange, das ziemlich lange Seil wird herumgereicht mit den 30 Schritt, die dann ausgebreitet werden vor euch. Also gut, das zweite Seil. Das haben wir doch gestern verbrannt. Bitte was? Nun, wir mussten ja irgendwie den Vorratsspeicher in der Feste anzünden. Ich verstehe nicht genau, was das mit meinem Seil zu tun hat. Ich hätte zwei Seile, 30 Schritt besorgt. Und Ragnar hatte wohl von euch eines davon geborgt. Aber ihr habt jetzt kein neues gekauft in dieser Stadt. Im Laufe des gesamten Tages. Ich dachte, das würde Ragnar tun. Bibon zieht seine Pistole. Ihr stehlt Expeditionsgut, um eurem Rachefeldzug nachzugehen, der total sinnlos ist. Und dann fällt es euch nicht einmal ein, dass ihr ein Seil kauft, das wir brauchen, das lebensnotwendig ist. Tja, dann müssen wir hier wohl irgendwie ein neues knüpfen. Hier hängt doch genug Scheiß runter. Amira. Gute, bevor das Ganze hier eskaliert. Amira Misabu. Misabu, wie können wir denn hier ein Seil knüpfen, was uns hilft, ein improvisiertes oder so? Wir könnten ein zweites flechten. Aber bevor wir haben doch drei Seile, Bruderschwestern. Bevor wir uns streiten, sollten wir vielleicht erst einmal nach oben, also auf diesen Riesenbaum. Weil sie deutet neben diesem riesenwüchsigen Baum, der noch höher ist als alle anderen, klopft da mal entgegen. Wie hoch ist das denn? Er schaut mal runter, schaut mal nach oben. Verschwindet neben den anderen. Der Wipfel selbst ist verborgen. Du kannst in einiger Höhe die ersten paar Äste sehen, die dann abzweigen, aber das Ding ist schon richtig groß. Wie hoch wird das wohl sein, bis man da sozusagen Äste hat, auf denen man nicht mal stehen könnte? Naja, auf Wipfelhöhe der anderen Bäume wird sicherlich dann so das erste Nest sein, was wir benutzen können. Bis dahin ziehen wir das zurück. Wie hoch ist das ungefähr von da oben? 10, 12 Schritt? Na gut, dann kommen wir mit dem 30 Schritt langen Seil zumindest aus, dass wir damit das Seil als Sicherung benutzen können. Um die Leute abzusichern, wenn jeder da hochklettert. Muss einer sozusagen zuerst hochklettern, der das Seil anbringt und ja, mit absichert. Ausrüsten können wir mit den Seilen hochziehen. Also gut, ich würde mich vorschlagen, dass ich als erstes nach oben kletter. Wenn irgendwelche Tiere dort oben sind, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass ich den Anfang mache.
Gut. Die Welt ist schön. Seht euch ein bisschen um. Sie deutet eher an, wie die Frau da hochklettert, denn er fasst den Baum mal an. Er ist auch nicht glitschig von dem ganzen Regen, der jeden Tag fällt, und der Luftfeuchtigkeit. Ja, sie deutet dann auf verschiedene Blumen, die hier wachsen, in verschiedenen Blüten, Farben, Formen. Die Welt ist schön. Und klettert dann ziemlich grazil nach oben, nimmt dann das Seil mit und braucht es quasi gar nicht, sondern lässt es dann irgendwann von einem der Äste runterhängen. Klettert erstmal so hoch. Du weißt nicht genau, wie sie es macht. Und Rico packt mal auch an ein paar Stellen so an, würde mal auch sozusagen einen Meter hochklettern, aber nicht höher, um zu gucken, wie das so ist, wenn man das versucht. Ist es quasi unmöglich. Also du bist vielleicht schon ja bei dem einen oder anderen Haus mal hochgeklettert, an Stein, aber so glitschiger Baum, ja, es ist tatsächlich glitschig durch den ganzen Regen, durch die Luftfeuchtigkeit. Es ist unmöglich, an diesem Baum nach oben zu klettern. Ohne Seil, ohne Kletterausrüstung. Sie tut es. Brindiglian? Ja? Wie macht sie das? Ich kenne mich mit Klettern aus. Ich bin im Hochgebirge geklettert. Aber er streicht so mit dem Finger über diese glitschige Oberfläche. Daran kann man sich nicht festhalten. Denn mit allem, Bruderschwester. Viel Übung. Bei mir sieht das auch nicht so elegant aus. Ich brauche auch ein Seil, um dort hochzukommen. Ja, schaut mal nach oben. Dann wollen wir es mal probieren. Ja, sie ist jetzt mittlerweile auch schon verschwunden. Irgendwo zwischen den Wipfeln, und nach ungefähr einer Minute könnt ihr sehen, wie dann dieses riesig lange Seil nach unten geschmissen wird. Wird noch einmal dran gezupft von oben, und dann könnt ihr sie hören, wie sie dort oben steht. Ihr könnt nach oben kommen. Gut. Rodrigo scheint den ersten Schritt machen zu wollen, der wieder hoch mit dem Seil fallen als Hilfe. Hier oben ist es so schön. Eine Kletterprobe, bitte. Brindijan, eure Freundin da spricht schon ziemlich viel. Ach, ich habe auch die Behinderung eingetragen. Die ist natürlich 0 im Moment, an 7 Punkte übrig. Die Behinderung ist 0, weil du so gepackt hast, wie du gepackt hast, ne? Ja, vor allem, weil ich kein Kettenhemd lang trage. Genau, also das hast du dir zurückgelassen? Genau, ich habe momentan keinen Rüstungsschutz. Kasim wird als nächstes gehen. Doppel 1 steht auf. Und Krippen. Nice. Ja, du hast noch nicht ganz gewartet, bis Rodrigo oben ist. Rodrigo, kannst du irgendwann hinter dir spüren, wie Kasim hinter dir herklettert und ziemlich schnell aufholt. Du bist dir gar nicht sicher, wie der das macht, aber plötzlich steht er ungefähr 3 Sekunden nach dir, nachdem du auf dem oberen Ast angekommen bist, steht er schon neben dir. Ja, scheint wohl. Von wegen, du hast es noch nie gemacht, mein Schwester. Er scheint wohl eine Gebirgsziege im Blut zu haben, was? Mäh! Er legt mal leicht den Kopf schief. Naja, vielleicht hat das auf den Gletschern im Rastulswall herumklettern doch irgendwie geholfen. Die waren auch immer rutschig. Jetzt nur nicht bockig werden. Er macht Platz, dass die anderen Platz haben. Na, das kann nicht so schwer sein. Wer die Burgmauer hochkommt, kommt auf diesen Baum hoch. Geht mal her. Und dann wird hochgeklettert. Ich nehme an, Erleichterung aus Kletterseil gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Also das Kletterseil scheint den Baum zu negieren, der böse Erschwernisse. Wahrscheinlich. Trotzdem nicht geschafft. Gut, dann nehmen wir doch einfach mal die THP Stern 3. Du musst jetzt nicht unbedingt runterfallen, aber du schlägst dann mehrmals böse gegen den Baum sodass, ja, ist das Harz? Irgendwas bleibt an dir kleben. Du bist dir nicht ganz sicher, was es ist, aber es leuchtet komisch gelb. Und dann, nach einiger Zeit, das dauert ziemlich lange, kommst du trotzdem oben an. Wo hab ich denn da reingepackt? Ich wische mir das irgendwie an der Hose ab und hoffe, dass es mir da kein Loch reinsetzt. Was ist das? Weiß nicht. Baumharz? Hoffentlich ist es kein Gift. Keine Ahnung, Geron hat gesagt, dass tendenziell alles hier giftig ist, deshalb wäre ich vorsichtig. Seh mir das gleich mal genauer an, Jalan. Weil ich oben bin. Jetzt mach erstmal Platz hier. Ja, natürlich. Darüber. Wie dick ist denn der Ast, auf dem wir da oben stehen?
Dadurch, dass es ein Mammutbaum ist, ist er ziemlich groß. Auch da ist es eine schöne Astgabel, wo dann das Seil umgeknotet worden ist, sodass, wenn ihr dann oben steht, auch gleich in einer der großen Astgabeln seid, die dann ja leicht über dem Blätterdach der anderen Bäume angebracht ist. Ihr könnt dann von hier oben die untergehende Sonne betrachten. Regen ist ja schon gefallen. Alles dampft jetzt und während die Sonne untergeht, wird der Dschungel lauter und lauter. Einige Vögel, die vorher nicht gesungen haben, fangen jetzt an zu singen. Ihr könnt Affen schreien hören und je dunkler es wird, desto lauter wird der Dschungel. Unten stehen immer Passieren. noch ein paar Leute. Ja, ich stehe auch noch unten. Ich würde auch gerne die anderen alle erstmal vor mir hochklettern lassen, weil ich mich hier gerne mal ein bisschen umschauen will unten. Zum einen gibt es hier in Maraskan sowas ähnliches wie Bambus. Ja, eine ganze Menge. Ganze Menge, hervorragend. Dann würde ich da nämlich mal so, ja, so eine Art Behälter mit dem Haumesser raushauen. Also mal so einen Stamm umhauen und dann ja einen relativ dicken am besten. Da sind ja immer diese Abschnitte da drin, dass man da quasi so eine Art Behälter hat. Da würde ich mal so drei, vier von, ja, bauen ist schon fast übertrieben, muss man einfach nur abschneiden. Genau. Wenn du die abschneidest, kannst du auch sehen, dass da kostbares, gefiltertes Wasser drin steckt. Ach, ist sogar schon was drin, okay. Ja, genau. Durch den Regenfall, du weißt ja, wie das Prinzip hier ist, dadurch, dass sich das dann alles im Inneren sammelt, du musst einfach nur richtig abschneiden und das weißt du ja, wie das geht. Einmal oben, einmal unten und wenn man dann unten richtig geschnitten hat, hast du ein richtig kostbares Trinkgefäß. Ah ja, okay. Ich wollte die eigentlich tatsächlich nur als Gefäß haben und dann was auffangen. Aber wenn was drin ist, ist natürlich umso besser. Dann würde ich da jetzt erstmal irgendwie an den Seiten so ein paar, so je zwei Löcher reinmachen, dass man da so ein Seil durchmachen und dann hochziehen kann. Und ja, quasi die ans Ende vom Seil binden und dann entweder vor mir hochziehen lassen oder nach mir hochziehen, wenn es festgebunden ist. Dann als letzter hochklettern.